Perfekt. Tja, mein Name ist wirklich Roberto, Emilio, Francesco, Paolo, Sergio, Capitoni. Und wie der Name schon sagt, komme ich aus dem Allgäu. Ja. Ich bin nämlich ein halbitalienischer, schwäbischer Allgäuer. Ich bin quasi eine Mischung aus Käsespätzle und Spaghetti. Ja, deshalb bin ich nur 1,73 groß, 74 Kilo schwer, Tendenz leider steigend. Und das liegt am italienischen Essen. Ja, ich gehe gerne italienisch auch essen, außer der Familie, und zwar in der Pizzeria. Schon mal in der Pizzeria gewesen? Hm? Ha? Hallo? Schon mal von gehört? Ja. Pizzeria ist ja immer auf der Ecke. Also 99% von den Pizzerien sind auf der Ecke. Und ja, das ist so. Und kaum kommst du in eine Pizzeria rein, kommt dir schon so ein schleimiger Geschäftsführer entgegen. So ein bisschen unterwürfig, so mit so einem kleinen Büßerbuckel. So, ja, Signore, kommen Sie rein. Hier ist die Pizzeria. Ja, hier so. Nehmen Sie Platz. Ich nehme Sie Platz. Ist der beste Platz in der Pizzeria. Ist der beste Platz. Ist gerade frei geworden. Der beste Platz in der Pizzeria. Außer die ist keine Sau drin. Aber ist gerade frei geworden, der beste Platz. Dann nimmst du an den besten Platz einmal Platz und dann sitzt du da und da guckst du da rum. Pizzeria sieht immer gleich aus, oder? Rot-weiß karierte Tischdecke, so eine Terrakotta-David-Statue, überall so gut gepflegte Plastikblumen. Und das Schönste, wo ich immer drauf stolz bin, sind Original-Meeresgetier. Original-Meeresgetier aus Plastik. Und das hängt dann oben in so einem Fischernetz. Ja, da hängt es drin. Und ich sag euch, niemals unter das Fischernetz setzen. Niemals. Vor allem nicht, wenn du Schnupfen hast. Achi, da kommt der Parmesan von alleine. Ist der beste Platz, ne? Ist der Fischernetz. Nein, nicht. Ja. Ich wollte dann was essen und dann könnte ich mal die Speisekarte haben. Kam schon wieder. Speisekarte, hier ist die Speisekarte, Speisekarte. Ich bin der Büßerbüttel. Speisekarte. Und die Speisekarte sieht immer gleich aus. Ist so ein brauner Lappen. War früher mal ein Autoreifen oder so. Ja, und wenn du die aufmachst, macht sie immer einen Sound. Achte immer. Immer. Immer, wenn du die aufmachst, immer. Es liegt an den Klarsichtfolien. Ja, von den Speiseresten, die kleben aneinander. Das ist so, ja. Die sind auch in 3D schon abgebildet. Die kannst du schon mal probieren. Siehe so Brokkoli-Auflauf. Mh, nicht schmeckt. Ich kann nichts dafür. Eine Speisekarte, eine Speisekarte. Okay, ich habe dann aber Spaghetti alla Arrabbiata bestellt. Immer schön scharf und rum. Ist guter für Italiener. Immer so. Und sitzt dann da und plötzlich kamen dann andere Gäste noch rein, zum Glück. Und auch der gleiche Satz. Hey, nehmen Sie Platz. Ist der beste Platz. Ist der beste Platz. Die glauben nicht gleich einen Scheiß. Ich hätte aber gehen müssen. Am besten, weil es ist schon schlimm genug, wenn ihr mal bestellt in der Pizzeria. Da muss ich schon mal lachen. Weil die klingt nicht gerade italienisch, was sie da so sagt. Aber die da reinkamen, das war noch viel schlimmer. Das waren nämlich Rentner. Ja. Also ich hab nichts gegen Rentner. Aber die war aus Sachsen. Die zwei Komponenten, das passt nicht. Ja, und da ging's los. Ich kann's gar nicht, das ist ja ekelhaft. Achtung. Das ist ganz schlimm. Tun Sie mir mal den Zucchini-Auflauf. Was? Hä? Tun Sie? Was ist das, ein kleiner Thunfisch oder was? Und es ging weiter. Ich hätte gern Gnocchi. Gnocchi mit Gorgonzola-Soße. Mit 5 Öl? Gorgonzola-Soße. Da kommst du doch direkt wieder hoch. Da wird sie doch schlecht. Da hast du doch keinen Hunger mehr. Da hast du keinen Hunger mehr. Es ging so weiter. Und noch ein Chianti-Wein. Ja, PISA-Studie, TSCH vorneweg. Und noch ein Ciabatta-Brot. Ciabatta? Doppel-D? Doppel-D kenne ich von meiner Frau. Aber nicht im Brot. Und einer am Schluss muss noch einen draufsetzen. Ja, bestellt eine Pizza. Und zwar Quattro Stacchi Stack Stack Quattro Stacchi. Quattro Stacchi, Stack, Stack, Stack. Ich hab gedacht, er stottert. Wollte ihm schon in den Hinterkopf hauen, dass er endlich mal den Satz raus. Quattro Stacchi, Stack, Stack. Pizza 4 Bahnhöf. Hä? Da war ich sauer. Da war ich gesagt, ihr wolltet. Jetzt mal zu euch. Ihr wolltet die Sachsen wieder haben. Ich nicht. Ich hätte die nicht wieder gebraucht. Ich hätte die Mauer nicht eingerissen. Nein, ihr! Ihr müsst ja unbedingt den Krieg gewinnen. Also, ich meine nicht den letzten. Den haben wir ja beide verloren. Obwohl, Quatsch, nee. 1944 sind die Italiener hier so rüber und haben gesagt, oh, hier ist der beste Platz. Das ist so. Das ist so. Wir sind halt klug. Hey, ihr hättet ja Italiener werden können. Ja, die Italiener, die Römer kamen damals siegensicher an mit so einer Schildkröte. Asterix gelesen? Ne? Schildkröte, nicht so, sondern Schild, 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 Schild. Atombombe, puff, Römer läuft durch. Macht mir nichts. Ja. Aber nein, da steht ja ein Sachse. Ja, und der, ey, guck mal da, ein Römer. Hab dort Ciabatta-Brot dabei. So, hey, das war so was Schlimmes. Das stellt mir jetzt nur die Haare auf.
So was Schlimmes haben die Römer noch nie gehört. Schild weggeschmissen und die Mauer aufgebaut, den Limes. Zum Schutz gegen die grässliche Sprache hätte euch ein Zeichen sein sollen. Nein, ihr musstet die Mauer. Und die italienische Sprache ist auch viel schöner. Hey, ihr werdet Italiener, hätten eine schönere Sprache. Ich bringe euch das mal in ein simples Beispiel. Drei Wörter, wie schön die italienische Sprache ist. Italienische Sprache ist erstmal hier. Grundstellung so. Immer so, immer so, immer so, immer bella figura, immer so, Marc, immer so, immer so. Immer so, immer so, spreche, immer so. So, ja, 50%, 25, 25. Ja, das ist ein toter Italiener. immer so, spreche. Achtung, drei Wörter. Deutsche Sprache, italienische. Italienische. Pizza, Pasta, Prosecco. Pizza, Pasta, Prosecco. Deutsche Sprache. Bockwurst, Bier, Bommelunder. Sieht scheiße aus, klingt scheiße. Dankeschön.